Der Ernst Strasser, das ist ja dieser ehemalige ÖVP-Innenminister, für den gilt die Unschuldsvermutung, und der ist heute EU-Parlamentsabgeordneter. Und der hat dieser Tage dem Falter ein Interview gegeben und in dem gibt er eine Antwort, die muss man sich richtig auf der Zunge zergehen lassen. Da wird er nämlich gefragt, ob er die Barbara Rosenkranz für wählbar hält und sagt darauf, nein, genauso wenig wie den Heinz Fischer. Genauso wenig wie der Heinz Fischer. Ich meine, packen Sie das? Diese Witzkandidatin vom rechten Rand der rechtesten Rechtspartei, die sich eidesstattlich von der NSDAP distanzieren muss, ist nur genauso wenig wählbar wie der Heinz Fischer? Ich meine, da denkt man sich doch, hat dieser Strasser eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Und jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre ein ÖVPler und trotzdem ein vernünftiger Mensch, mal nur so als Gedankenexperiment. Und bitte wenden Sie jetzt nicht ein, dass das gar nicht geht, dass man ein ÖVPler ist und trotzdem ein vernünftiger Mensch, gell? Weil für so billige Polemik haben wir hier keinen Platz. Und außerdem, solche Leute gibt es ja wirklich, gar nicht so wenige. Und selbst wenn es sie nicht gäbe, könnte man sich ja gewissermaßen idealtypisch solche Leute ausdenken und sich in sie hineindenken. Ich kann das gut, ich bin nämlich ein sehr emphatischer Mensch. Also angenommen, ich wäre so ein ÖVPler, dann würde ich die Dinge doch in etwa so sehen. Der Heinz Fischer, der ist zwar ein Roter, aber der ist so gemäßigt, da geht's gar nicht. Ja, dass er beim Kreisky alles mitgemacht hat und im Zuge seiner politischen Karriere schon ein bisschen zickzack gefahren ist und trotzdem versucht hat, Niveau anzustreifen, das würde mich zwar davon abhalten, mich für ihn so emotional zu begeistern, aber das muss ich ja auch gar nicht sein als ÖVPler. Der Fischer ist jedenfalls die personifizierte Mäßigung, schon einfach vom Habitus her. Also vor dem brauche ich als ÖVPler keine Angst zu haben. Wo der ist, dort ist die Mitte. Ja, und dann würde ich mich noch fragen, was der so alles gemacht hat in den ersten 6 Jahren seiner Amtszeit. Er ist herumgereist und hat Österreich ordentlich repräsentiert. Er hat Kindergärten und Schulen besucht und dort haben ihn die Kids offenbar alle gern gemocht, weil zu den charakterlichen Stärken von Fischer zählt, dass er mit allen Menschen freundlich, respektvoll, auf Augenhöhe kommuniziert, was auch was wert ist in Zeiten von Politikverdrossenheit. Ein Bundespräsident, den die Leute als geraden Michel erleben. Und außerdem hat er auch noch eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Alfred Gusenbauer verhindert, als diese einen kleinen historischen Moment lang im Jahr 2006 eine realistische Möglichkeit war. Also das ist jetzt etwas, was ich als ich dem Fischer jetzt nicht so wahnsinnig positiv anrechne, aber wenn ich ein ÖVPler wäre, würde ich ihm das schon hoch anrechnen, dass er darauf bestanden hat, dass der Gusenbauer mit uns regiert und nicht mit den anderen. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, der kommt vielleicht aus einem anderen Stall, aber er ist ein ordentlicher Demokrat und ein anständiger Kerl. Punkt. Und über die Frau Rosenkranz könnte ich eigentlich nur eine positive Sache sagen. Die ist möglicherweise doch kein Nazi. Aber verdammt knapp ist die kein Nazi. Und all das sollte doch für mich, wenn ich ein ÖVPler, aber dennoch ein vernünftiger Mensch wäre, die Sache völlig klar machen. Ja, nur aus der real existierenden ÖVP sind lauter so Sätze zu hören, dass die Rosenkranz genauso wenig wählbar ist wie der Fischer oder noch ärger, dieser ÖVP-Landesgeschäftsführer in Niederösterreich, der meint, bevor ein ÖVPler den Fischer wählt, wählt er die Rosenkranz. Ja, und ich meine, erinnern Sie sich noch, als vor 8 Jahren der französische Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen die Präsidentschaftsstichwahl gegen Jacques Chirac erreichte? Also dieser Chirac, der war ja wirklich ein Unsympathler, aber wenn irgendein relevanter linker Politiker dahergekommen wäre und gesagt hätte, er hielte zwischen Chirac und Le Pen Äquidistanz, den hätte doch sofort alle Welt für verrückt erklärt. Und natürlich haben alle Linken damals dazu aufgerufen, Nase zuhalten und Chirac wählen. Aber die ÖVP ist zu so einer Haltung, die doch so grundvernünftig ist, dass sie fast schon wieder fad ist, scheinbar nicht fähig. Das offenbart etwas, was in diesem Milieu, in der Stadt, in den Döblinger Regimentern, aber vor allem am Land, in den verstunkenen, rustikalen ÖVP-Milieus offenbar noch immer dazugehört. Ein Sozihass, von dem man, wenn man mit solchen Leuten wenig zu tun hat, überhaupt keine Vorstellung hat, wie tief der sitzt. Wenn es um die Roten geht und mögen die noch so hellrosa schimmern, wie der Fischer, dann sind diese ÖVPler offenbar noch immer fest in den 30er Jahren stecken geblieben. Aber wieso eigentlich? Ich meine, das sind doch denkende Menschen bisweilen und die können doch nicht dann gleichzeitig mental immer noch ihre Hahnenschwänzlerhüte und ihre Heimwehruniformen anhaben. Man würde ihnen am liebsten zurufen, hey, aufwachen, die 30er Jahre sind vorbei.
Einer meiner Facebook-Freunde hat mir dazu eine ganze Fragenliste geschrieben. Der schreibt da, werden da nur dürftig zugeschüttete Gräben der Zwischenkriegszeit sichtbar? Ist es eine Abneigung der Landbevölkerung gegen Wien? Abneigung gegen die Unterschicht und gleichzeitige Identifizierung mit den sogenannten und vermeintlichen besseren Schichten? Angst vor dem eigenen Abstieg? Was steckt da dahinter? All das steckt dahinter, würde ich sagen, und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ein wichtiges Element ist, dass die ÖVP, die sich immer als die natürliche Regierungspartei gesehen hat und die auch heute noch davon ausgeht, dass dieses Österreich im Grunde ihr gehört, die narzisstische Kränkung nie verwunden hat, die die Regierungsübernahme durch Bruno Kreisky 1970 für sie darstellte. Das hat man ja auch noch an dieser Revanche-Euphorie gemerkt, als Wolfgang Schüssel kurzfristig das Kanzleramt zurückerobert hat. All das erklärt freilich nur die Quelle dieser Gefühle, woher sie kommen. Warum aber grundvernünftige Menschen im 21. Jahrhundert noch von derart vorgestrigen Instinkten total beherrscht sind, das erklärt es nicht. Das ist nämlich, wenn Sie mich fragen, im Grunde unerklärlich.